Hallo und herzlich willkommen zu meinem immer noch Live-Let's Play von Crash Bandicoot 2 aus der Insane Trilogy. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, was ich sagen wollte. Wir sind hier im Zusatz-Warp-Room. Ich glaube, wir haben hier das letzte Mal angefangen. Und ich würde sagen, wir düsen mal nach oben, weil hier unten ist soweit alles fertig. R1. Ich entschuldige mich für Moped-Geräusche, die heute zu hören sein werden, auf jeden Fall. Ach, guck mal, hier haben wir schon alles auf Gold. Das ist ja schön. Hier haben wir noch nichts gemacht. Naja, nichts. Gut, ja, wie gesagt, ich entschuldige mich für Motorengeräusche, die heute zu hören sein werden. Weil bei dem Wetter ist es immer so, ich habe die Fenster offen. Man könnte Busse hören, Krankenwagen, bla blub. Und vielleicht nachher meine PlayStation 4, wenn eine CD drin ist. Nicht lang schnacke. Ich muss erstmal gucken, wie das hier mit der Steuerung nochmal funktioniert. Ich glaube, R2 war Rennen. Oh, ist vielleicht nicht so gut, dass wir mit dem hier... Das fängt doch super an. Oh, Gottes Willen. Wie gesagt, wir wollen überall Goldrelikte haben. Mal gucken. Uah, du Scheiße. Was das so wird. Ah, 3 Sekunden verbaselt. Ach, Scheiße. Erstmal gucken. Erstmal überhaupt mit der Steuerung klarkommen. Und dann erst mal gucken, wie das Level ist, weil es ist... Oh, Scheiße. Ist ja auch schon mal wieder ein bisschen her, das letzte Mal. Warum guckt man denn so nicht da hoch? Das ist doch voll doof. Ach, Scheiße. Will die Maske. Ach. Dann halt mich. Das gibt doch nichts. Gut. Ich krieg die da nicht kaputt, ne? Was ist denn für eine Scheißkiste da oben, bitte? Ach. Das fängt schon so gut an. Ich hätte erstmal irgendwie so ein Reitlevel nehmen sollen. Das war super. Besser hätte man das nicht machen können. Ach, leck mich doch. Dummer. Achso, das sind die. Total vergessen. Oh,
auf die 2 Sekunden. Die brauche ich anscheinend nicht. Das ist Ende. Oh, das gibt doch nichts. Eine Minute ist eigentlich eine schöne Zeit. Oh Gott. Gott sei Dank. Das erste Goldrelikt für heute. Yay. Darauf erstmal was trinken, du. Oh, back in the biz. Ja, ist okay. Aircrash. Das ist doch so ein Moped-Level, ne? Okay, da kommt man mit so einem Rutschdrehsprung auf jeden Fall drüber. Freut ihr euch schon auf Crash Bandicoot 4? Das wäre doch mal eine gute Frage. Oh. Was mache ich denn hier? Ach, das hätte jetzt nicht sein müssen, echt. Ach, come on. Kann das sein, dass der Chat hängt? Oder ihr schreibt einfach nichts, das kann natürlich auch sein. Nee, da hat jemand was geschrieben. Ich hab's doch gesehen. Ein komplett neues Crash-Game zu sehen, das stimmt. Einfach nicht am Schreiben. Also kann man auf jeden Fall auch ein bisschen. Ja, bisschen feiner hoch die Treppen da gehen. Ich bleib da immer so ein bisschen hängen. Ja, das ist doch besser. Ach, dann nehmen wir die 3 Sekunden halt nicht mit, ist auch okay. So, das war jetzt schon mal besser. Da kommen wir nicht rüber. Eigentlich ganz gerne behalten. Auch knapp eine Minute. Ein bisschen mehr als eine Minute. Nein! Wie viel ist denn Gold? Da fehlt doch bestimmt nicht viel. Ich hoffe mal nur, dass es dein Internet ist und nicht meins. Ja, ist okay, Crash. R1. Nee, ne? 1-1-1. Ach, come on. Also. Hallo, Toby Potato.
Wenigstens verlieren wir hier kein Leben, wenn wir die komische Uhr einsammeln. So, jetzt haben wir die 3 Sekunden. Wenn wir jetzt genauso sind wie vorhin, dann ist alles zu viel. Ja, ist okay, ist okay. Das war unnötig. Das war so unnötig. Es hat schon mal ganz gut angefangen hier. Das hätte nicht sein müssen. Natürlich, das. Ah, jetzt ist auch egal. Blöde Stelle hier, warten, bla bla bla. Muss man eigentlich trotzdem jetzt die 3 Sekunden kriegen, oder? Haben wir auf jeden Fall. Locker! Ich bin froh, den Sommer mal nicht in einer Dachgeschosswohnung verbringen zu müssen. Sie sind dieses Jahr in was Kühleres gezogen. Oh, das ist doch schön! Ich bin froh, dass bis jetzt der Sommer noch nicht so war wie letztes Jahr. Weil sonst, also dieses Jahr war auf jeden Fall kühler bisher. Und ich glaube, hat auch mehr geregnet als letztes Jahr. Aber wer weiß, was da noch kommt. Bild! 49 Sekunden. Nee, ist das? Nee, das ist nicht. 48 Sekunden brauchen wir. Ja, letztes Jahr war echt extrem schlimm. 40 Grad hatten wir einmal. Ich glaube, das hatte ich einfach mal probiert, auf Zeit zu machen. Und dadurch, dass wir nicht rennen konnten, hatte das, glaube ich, einfach nicht funktioniert am Ende. Scheiße. Keine Sonne und es heiß. Das ist auch blöd. Ja, ich habe da gerade irgendwas mit Gamescom gelesen. Ich wollte dieses Jahr eigentlich auch auf eine Messe, und zwar die Fotokina, aber die hat leider nicht stattgefunden. Und das Blöde ist, sie ist halt immer nur alle 2 Jahre.
Deswegen muss ich da jetzt wieder warten. Letztes Jahr auf der Gamescom, ach du Scheiße. Meinst du, hier rennen und springen hinterher wäre am schnellsten? Das Problem ist halt, dass man das so schlecht kontrollieren kann. Aber da wirst du schon recht haben, weil man, wenn man läuft und der Speed weggeht von dem Boost, dann bremst man ziemlich schnell ab und beim Springen hat man, glaube ich, boah, scheiße, den Boost noch in der Luft quasi. Was war das denn? War da Eis? Meine Nase juckt. Ach, komm mal. Da wäre man eigentlich schön drüber gerutscht. Ja, die eine Sekunde. Haben wir die eigentlich gekriegt? Eigentlich müsste die Kiste ja mit explodiert sein. Oh Gott, war das knapp. Ich bin viel zu früh abgesprungen. So, Crash, gib Gazen. Los, steh auf. Ja! Oh, Gottes Willen. Wunderbar. Gut, soweit. So heiß wird es in Österreich auch selten. Also plus 36 Grad. Aber muss mal so sehen. Letztes Jahr 30, 34 Grad draußen. Bei mir in der Wohnung 31, 32 Grad. Ich habe keine Sonne in der Wohnung. Licht. Ja, aber keine direkte Sonne 24/7.